Das Berliner Referendum über frühere Klimaneutralität ist gescheitert. Dies wurde von der staatlichen Wahlbehörde angekündigt, obwohl die Anhänger mit 50,9% der abgegebenen Stimmen gerade erst vorne waren, verpassten sie eindeutig den notwendigen Anteil aller berechtigten Wähler. Nach Angaben des Wahlmanagements stimmte eine enge Mehrheit von rund 442.000 Wählern zugunsten. Rund 423.000 Wähler stimmten dagegen. Dies war jedoch nur eine Anforderung für ein erfolgreiches Referendum. Die zweite Anforderung, eine Zulassungsrate von mindestens 25% aller berechtigten Wähler, wurde nicht erfüllt. Das wäre ungefähr 608.000 Ja-Stimmen gewesen. Ein klares Referendum, ein klares Signal gegen Klimaschutz mit der Brechstange, das Klimareferendum Rettung die Welt für einen Moment, auf dem Papier ein Allianz, Klimaneustart, wollte mit der Abstimmung eine Änderung des staatlichen Energieübergangsgesetzes erreichen. Insbesondere sollte sich Berlin bis 2030 dazu verpflichten, klimaneutral zu werden, und nicht bis 2045, wie zuvor geplant. Die Allianz Klimaneustart hatte die Abstimmung im Vorjahr mit einer viermonatigen Sammlung von Unterschriften erzwungen. Wenn es erfolgreich ist, wäre das geänderte Gesetz verabschiedet und in Kraft getreten worden. Klimaneutralität bedeutet, dass keine Gewächshausgase über die von Nature oder andere Becken absorbierten Personen hinausgehen. Um dies zu erreichen, müssen Emissionen, die für das Klima schädlich sind, beispielsweise von Brennstraßen, Flugzeugen, Heizsystemen, Kraftwerken oder Industrieunternehmen, im Vergleich zu 1990 um rund 95%. Vor der Abstimmung wurde bestritten, wird ersetzt und das Zieljahr 2030 in einer Erklärung als unrealistisch eingestuft. Berlin 2030 klimaneutral? Das Klimaschutzgeschäft rund um das Referendum. Kanzler Olaf Scholz war skeptisch gegenüber den Zielen. Ich bin fest davon überzeugt, dass das, was die Bundesregierung selbst festgelegt hat, genau der richtige Weg ist. Nämlich sicherzustellen, dass wir unser Land technologisch modernisieren, sagte Scholz vor dem Referendum in Potsdam. Fiktive Daten, die sie nicht behalten können, sind keine Hilfe. Die Abstimmung fand nur 6 Wochen nach Wiederholung Vertreter des Repräsentantenhauses statt, fiel mitten den Koalitionsverhandlungen zwischen CDU und SPD. Beide Parteien wollen eine schwarz-rote Landesregierung bilden, haben bereits angekündigt, in den kommenden Jahren mindestens 5 Milliarden Euro für mehr Klimaschutz statt auszugeben. Trotzdem wäre Berlin nicht allein mit einem strengeren Klimaziel gewesen. Nach Angaben der deutschen Zero Association wollen rund 70 Städte in Deutschland 2035 bis 2035 klimaneutral werden. Auf europäischer Ebene unterstützt die EU-Kommission 100 Gemeinden, die 2030 an der EU-Mission für klimaneutrale und intelligente Städte teilnehmen werden.